Dies ist ein weiteres Video zur künstlichen Intelligenz mit Scheme und es geht nochmal um Rekursion und zwar geht es um eine spezielle Funktion, die in den Tipps und Tricks zur Rekursion vorkam und wo einige doch einige Probleme hatten von euch. Deswegen hier ein kleines Erklärungsvideo dazu, das ihr anschauen solltet, wenn ihr mit der Funktion gar nicht klarkommt. Es geht darum, Elemente oder das Vorkommen eines Elements in einer Liste zu zählen. Das heißt, ich habe eine Funktion zählen und eine Liste, in der verschiedene Elemente enthalten sind, zum Beispiel A, B, C, D, E, F, G oder auch eine Lexikonliste. Und ich suche jetzt die Vorkommen von Element in dieser Liste, wie häufig dieses Element in dieser Liste vorkommt. Als Trick baue ich mir einfach einen zusätzlichen Parameter ein, hier oben in die Parameterliste. Und in diesem Parameter werden die Vorkommen dann gezählt, so dass ich am Ende dann auf Endrekursion hinauslaufe, weil ich nicht etwas zähle während des rekursiven Abstiegs und dann hinterher den Aufstieg machen muss, um das Gezählte irgendwie zusammenzusetzen, sondern ich setze das schon während des rekursiven Abstiegs in diesem zusätzlichen Parameter zusammen. Das heißt, meine Funktion zählen sieht dann so aus. Ich habe das Element, die Liste und hier noch irgendwie eine Ausgabe. Und in dieser Ausgabe soll am Ende eine Zahl drin stehen, die eben das Vorkommen von Element in dieser Liste angibt. Um diese Funktion zu schreiben, möchte ich zunächst auf eine Funktion zurückgreifen, die er bereits kennt, und zwar entfernen, also die Funktion, die ein Element aus einer Liste entfernt, und zwar auch endrekursiv geschrieben. So sieht die Funktion in Scheme aus. Und falls ihr diese Funktion noch nicht kennen solltet, dann an dieser Stelle das Video kurz anhalten, die Funktion vielleicht einfach mal im Editor eingeben und in Ruhe ausprobieren. Ich gehe nur ganz kurz drüber, weil ihr, wie gesagt, die Funktion eigentlich schon kennt. Zusätzlich zu dem normalen entfernen Element aus einer Liste gibt es hier auch diesen Ausgabeparameter, den ich brauche, um endrekursiv die Funktion schreiben zu können. Und zwar soll dieser Parameter ausgegeben werden, wenn ich die Liste ganz abgearbeitet habe. In dem Moment, wo das Element gleich dem vordersten in der Liste ist, rufe ich mich selber wieder auf mit dem Element und dem Rest der Liste. In der Ausgabe wird nichts geändert, weil ich habe ja in dem Falle der Gleichheit gerade ein Element gefunden, was ich aus der Liste entfernen möchte. Wenn equal nicht zutrifft, das heißt, die Elemente sind unterschiedlich, dann soll die Funktion sich selbst wieder aufrufen mit dem Rest der Liste und dann Ausgabe wird jetzt dieses Listenelement, was vorne in der Liste war, was ich ja hier über Restliste gerade rausgeschmissen habe, das wird in Ausgabe gespeichert, damit ich es am Ende wieder mit ausgeben kann, weil es ja gerade nicht aus der Liste entfernt werden soll. So, diese Vorlage nehme ich jetzt, um diese Zählen-Funktion zu schreiben. Deswegen sage ich hier einfach zählen. Die Parameter lasse ich so. Die Abbruchbedingung bleibt auch die gleiche. Und die Bedingung, dass wenn beide gleich sind, bleibt auch. Nur das, was ich tun muss, ist jetzt etwas anderes. Natürlich rufe ich hier auch wieder zählen auf. Und wenn ich jetzt ein Vorkommen gefunden habe, wo das Element in der Liste auftaucht, dann möchte ich ja hochzählen. Das heißt, ich kann in diesem Fall meine Ausgabe nicht einfach so lassen, sondern ich muss hochzählen. Das heißt, diesmal hat der Ausgabeparameter nicht die Funktion einer Liste, in die Elemente reingepackt wird, sondern es ist ein Zähler, der hochgezählt wird. Das heißt, Ausgabe wird einfach plus 1 gesetzt. Fertig. Wenn die beiden Elemente nicht gleich sind, dann wieder der rekursive Aufruf. Nur diesmal würde ich mit Ausgabe nichts machen, weil es wird ja nicht hochgezählt oder so. Ausgabe bleibt so bestehen. Anders ist jetzt natürlich auch noch der Aufruf. Vorher hatte ich aufgerufen, entfernen zum Beispiel ein A aus der Liste B, A, C, D, A, F. Und die Ausgabe war am Anfang eine leere Liste. In diese leere Liste wurde dann Stück für Stück Elemente hineingetan, die eben in der Liste stehen bleiben sollten.
Und jetzt sieht das etwas anders aus. Jetzt sage ich zählen. Wieder A und diese Liste nochmal. Das kommt dir gar nicht so hin. Nur jetzt fange ich nicht mit einer leeren Liste an, denn auf einer leeren Liste kann ich nicht plus 1 zählen, sondern ich fange einfach mit 0 an. Und zu 0 kann ich sehr schön immer einen dazu zählen. Und das war auch schon alles. Probiert es doch einfach mal aus.